Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Herr Polizeipräsident Köber, Sie haben die Heidelberger Kriminalitätsstatistik 2015 vorgestellt. Gibt es eine Steigerung der Kriminalität in Heidelberg? Für Heidelberg sieht zunächst einmal eine Steigerung vor. Wir haben tatsächlich 2100 Delikte mehr registriert als im Jahr zuvor. Nur, man muss da auch genauer hinschauen. In welchen Bereichen liegen die Schwerpunkte? Ein besonderer Schwerpunkt dabei ist die Betrachtung der Straßenkriminalität. Das ist deswegen wichtig, weil die Delikte, die auf der Straße sich ereignen, natürlich im Einwirkungsbereich der Polizei liegen. Darum müssen wir uns besonders kümmern. Hier haben wir aber auch eine Steigerungsrate festzustellen. Der zweite Bereich, Gewaltkriminalität, ist etwas, was auch für Heidelberg natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist. Auch hier haben wir Steigerungen. Allerdings fällt die Steigerung deswegen etwas heftig aus, weil wir im letzten Jahr einen sehr markanten Rückgang haben. Im langfristigen Vergleich kommt eigentlich nur noch eine leichte Steigerung heraus. Die entscheidende Fragestellung ist aber auch, inwieweit uns die Entwicklung in den Flüchtlingszahlen beeinflusst hat. Durch welche Straftaten sind Flüchtlinge aufgefallen? 1600 Delikte sind diesem Täterumfeld zuzuschreiben. Allerdings die genaue Analyse der einzelnen Straftaten weist nach, dass wir uns da hauptsächlich im Sektor der sogenannten Armutskriminalität, also Ladendiebstähle, Taschendiebstähle, bewegen. Es gab auch Körperverletzungsdelikte, wobei man auch sagen muss, dass der größte Teil innerhalb der Gruppe selbst stattfand. Was so die Kapitaldelikte angeht, Raub, räuberische Erpressung und sowas, da ging es im Wesentlichen um das Abpressen von Handys oder Bargeld. Und das war mit 41 Fällen bezogen auf die sehr hohe Anzahl von Flüchtlingen, die durch Heidelberg durchgegangen sind, jetzt auch nicht so dermaßen beunruhigend. Es ist alles in allem eine Tendenz, die mir sagt, im großen Konzert der Städte über 100.000 Einwohner landet von 77 Städten Heidelberg auf einem komfortablen 58. Platz. Wir wollen alles daran setzen, dass es auch in Zukunft in diesem Niveau bleibt. Die Arbeitsbelastung der Polizei war 2015 enorm hoch und Sie haben darauf reagiert. Natürlich hat die Polizei diese Entwicklung nicht bloß zugesehen. Wir haben im letzten Jahr zweierlei besondere Belastungen gehabt. Nicht nur der tägliche Dienst hat von uns einiges abverlangt. Hier sind allein im Bereich Heidelberg die Reviere im Schnitt um 60% mehr Einsätze eingebunden gewesen. Auch die Sondereinsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim mit eigenen Kräften haben uns exakt die Arbeitsleistung von 100 Beamtinnen und Beamten netto gekostet. Die stehen natürlich auch für den täglichen Dienst dann nicht mehr zur Verfügung. Ein Teil haben wir mit Überstunden aufgefangen, aber das ist ja keine Lösung für die Zukunft. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert und freue mich darauf, dass die Politik auch entschieden hat, die Polizei auch in der Zukunft noch nachhaltig zu verstärken.